Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. Heute geht es rund um Trainsomeworld 2 und um den ICE 3. Heute werde ich euch in diesem Video erklären, wie das geht mit der ZZA, mit der Beleuchtung und mit der AFB. So, gehen wir als erstes zur ZZA ein. Jeder, der im Fahrbahnmodus fährt, würde sich denken, oh, Zug ist aufgerüstet. Alles fertig. Aber wenn man dann in die Außenperspektive sieht, geht, dann wird einem vielleicht auffallen, wieso steht da mein ICE nicht einsteigen. Ja, und die Fahrgäste, leider können sie ja nicht reden, aber ich glaube, die würden sich auch denken, wo fährt der ICE jetzt hin? Und das könnt ihr jetzt so ändern. Und zwar seht ihr in euren Führerstand und seht dort das linke Multifunktionsdisplay. Dort drückt ihr dann zweimal diese UD-Taste. Danach werdet ihr dann zu folgenden gebracht. Und da wählt ihr dann mit den Pfeiltasten am Multifunktionsgerät, mit den Pfeiltasten hoch und runter dann die Zugeinstellungen aus. So. Bei den Zugeinstellungen drückt ihr dann auf Eingabe und dann könnt ihr mit den Pfeiltasten rechts und links wählen, wie eure ZZA lauten soll. Wenn ihr zum Beispiel von Köln nach Aachen fahren tut, dann müsst ihr Brüssel MIDI einstellen, also Brüssel Hauptbahnhof. Wenn ihr von Aachen nach Köln fahren tut, dann müsst ihr einstellen Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Dieses bestätigt ihr dann auch mit der E-Taste am Multifunktionsgerät. Und wenn wir dann jetzt nach draußen schauen, seht ihr dann, dass dort dann euer Fahrverlauf steht. Bei dem Bild, was ich gerade eben noch geschossen habe, sieht man leider nicht, welche Zugnummer der hat. Da ich gerade eben als Fahrgast gespawnt bin und den Zug gesehen habe. Dort müsste er dann aber noch bei IC dann dran stehen, welche Zugnummer. Zum Beispiel IC 15 oder 317 oder dies, das. So, jetzt kommen wir zur Beleuchtung. Und damit geht ihr auch dann wieder mit dem UD-Drück. Also drückt dann nochmal UD auf Multifunktionsdisplay links. Und dann drückt ihr dann hier auf Beleuchtung. So, und dann ist das zum Glück schon von TSW vom Multifunktionsdisplay ausgewählt, Zugverband. Und dann drückt ihr hier auf Beleuchtung 1, also auf die Taste mit der 5. Hier oben rechts seht ihr dann noch beim Multifunktionsdisplay, was die Zeichen bedeuten. Das geht leider noch nicht ganz so. Also am besten aufstehen, gucken, alles an, weiterfahren. Und natürlich muss der Hauptschalter noch an sein, weil ohne Strom nichts los. So. Und dann war es eigentlich auch schon mit der Beleuchtung. Jetzt gehen wir rüber zur AFB. Ihr geht dann mit der 0, also bei Grundbild, auf die Taste 0 vom Multifunktionsdisplay und kommt dann wieder hier hin. Dann drückt ihr auf das AFB, also auf die Taste 9 des Multifunktionsdisplays. Dann werdet ihr hier geleitet. Dort seht ihr dann auch eine Auswahl, zum Beispiel AFB aus, 2 km/h, 5 km/h, 10 km/h, 25 km/h und V-Soll Freigabe. Wenn eure erlaubte V-Max höher ist als 25, dann drückt ihr V-Soll, also die Taste 6. Wenn 25, dann halt die 5 und bei 10 dann die 4 und bei 5 dann die 3 und bei 2 km/h die 2 des Multifunktionsdisplays. Stellen wir uns jetzt mal vor, unsere erlaubte VMAX-Ausfahrt, zum Beispiel aus Aachen, wäre 40. Dann drücken wir hier auf V-Soll-Ausgabe und regulieren dann hier mit dem Hebel. Und dann sehen wir dann auch, dass die Nadel hochgeht. Ihr könnt dann die Leistung auf Max machen, also Hebel on the Table. Der hält dann die Geschwindigkeit. Und
Natürlich könnt ihr mit der AFB auch bremsen. Dauert halt ein bisschen länger wie mit der normalen Zugbremse. Ja, im Großen und Ganzen war es das auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr noch mehr solcher TSW-Tutorials sehen wollt. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal und gute Fahrt in TSW 2 mit dem ICE.